Im heutigen Video sind wir in Holland und fotografieren die Tulpenfelder und welche Probleme wir dort hatten und ob wir am Ende ein tolles Foto bekommen haben, seht ihr in diesem Video. Ganz viel Spaß! Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich bin hier mal wieder unterwegs mit Benny, der sich ein bisschen aus der Kamera stehlen will. Moin. Moin. Servus. Wir sind in Holland unterwegs, so ein bisschen südlich von Amsterdam gerade. Heute Morgen habe ich mich mehr aufs Fotografieren konzentriert, weil wir da wenig Zeit hatten. Wir hatten mega gute Bedingungen. Es gab Nebel, wir hatten einen schönen Himmel, der auch so ein bisschen von den Wolken angeleuchtet war. Also wirklich richtig gut. Und da habe ich mich dann wirklich aufs Fotografieren konzentriert, damit ich da alle Shots bekomme, die ich haben wollte. Und die werdet ihr natürlich auch irgendwann in diesem Video zu sehen bekommen. So, jetzt sind wir gerade auf dem Weg zu einem weiteren Tulpenfeld. Und da hinten sind schon ein paar Leute. So in ungefähr anderthalb Stunden geht die Sonne unter. Das heißt, wir haben auch noch genug Zeit, ein bisschen zu scouten und so weiter. In meiner Wunschvorstellung habe ich so ein richtig cooles Tulpenfeld und im Hintergrund eine von diesen typischen holländischen oder niederländischen Windmühlen. Und das ist so meine Wunschvorstellung. Und natürlich dann, dass da noch im Hintergrund die Sonne untergeht. Das Feld habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Wir haben jetzt hier ein Feld, wo auch eine Windmühle im Hintergrund ist. Allerdings geht die Sonne dann im Rücken unter. Das heißt, eigentlich ist das mehr ein Sonnenaufgangsspot. Aber morgen früh sind wir schon wieder woanders. Von daher ist das jetzt keine Option mehr. Ich bin aber schon froh, dass ich dieses Jahr überhaupt nach Holland gekommen bin. Ich hatte es mir mehrere Jahre vorgenommen, die Tulpenfelder zu fotografieren. Was ist denn da los? Dieser Vogel, der dreht hier völlig ab. Tatsächlich habe ich es erst dieses Jahr geschafft. Aber ich habe es immerhin geschafft. Ich habe endlich mal ein Foto von einem Tulpenfeld. Hier haben wir Tulpen und wir haben eine klassische Windmühle aus den Niederlanden. Das zusammen ergibt schon mal ein ziemlich cooles Bild mit den Tulpen hier im Vordergrund. Nur leider die Sonne geht da unter. Naja, aber ich denke mal trotzdem, dass wir hier was richtig Schönes draus machen können, weil die Sonne natürlich auch schön auf die Tulpen leuchtet und wir mit der Sonne fotografieren können. Und da natürlich auch richtig coole Ergebnisse bei rumkommen können. Nur halt die Himmelsröte, wenn dann überhaupt welche kommt, ja, die wird dann wahrscheinlich eher nicht mit dabei sein. So, das ist jetzt die Szenerie, die wir haben. Also wir haben im Vordergrund die Tulpen, das Tulpenfeld, im Hintergrund die Windmühle. Und ich bin jetzt hier mit meinem Weitwinkel auf 14 mm sehr, sehr dicht an den ersten Blumen dran. Also wenn ich euch das jetzt hier mal auf dem Display zeige, dann seht ihr das. Also wirklich sehr dicht dran. Ich bin übrigens nicht auf 14 mm, sondern auf 24 mm. Jetzt ist natürlich die große Schwierigkeit, dadurch, dass ich so nah dran bin und ich alles scharf haben möchte, muss ich ein Fokus-Stacking machen. Meine Kamera hat so eine schöne Funktion, die kann ich hier direkt einstellen, dass ich automatisch den Fokus immer weiter nach hinten verschiebe oder dass die Kamera das automatisch macht. Das heißt, das muss ich nicht mehr selber machen. Da kann ich jetzt hier noch so ein paar Einstellungen treffen, wie viele Bilder insgesamt gemacht werden sollen und wie groß der Abstand zwischen den einzelnen Fokusschritten sein soll. Das habe ich jetzt so eingestellt, dass es passt. Jetzt ist nur die große Challenge dabei. Ihr seht es ja jetzt hier vielleicht schon. Die Tulpen bewegen sich so ein bisschen im Wind. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Also da muss ich so ein bisschen mal abwarten, dass es windstill ist. Weil wenn die sich zu doll bewegen, dann können wir die am Ende nicht in Photoshop schön übereinander legen und daraus ein schönes Fokus-Stacking machen, wo von vorne bis hinten alles scharf ist. Das ist jetzt die Schwierigkeit, das einmal wirklich komplett durchzuziehen. Und dann lasse ich das einmal durchrattern. Und dann macht er jetzt 15 Aufnahmen schnell hintereinander weg. Aber jetzt kommt gerade wieder Wind. Ich kann euch also schon versprechen, die Aufnahme wird nichts. Und wie ich es vermutet habe, ist die Aufnahme leider tatsächlich nichts geworden. Der Wind war zu stark zwischen den einzelnen Aufnahmen. Und wie du jetzt hier an diesem Ergebnis siehst, ist genau das das Problem. Wenn ich diese Bilder dann in Photoshop zusammenstacken möchte, dann kann das Programm die einzelnen Pixel nicht pixelgenau übereinander legen und dann entstehen solche Effekte. Das könnte man jetzt theoretisch noch alles stempeln, aber das ist wirklich eine Heidenarbeit.
Viel besser waren dagegen meine Fotos am Morgen, die ich euch versprochen habe zu zeigen. Und hier kommen ein paar davon. Solche Aufnahmen waren mir möglich, weil ich Viewfinder benutze. Viewfinder ist die App für Landschaftsfotografen, wenn es darum geht, das Wetter perfekt vorherzusagen. Diese App übernimmt das nämlich komplett für dich. Du musst keine Wetterkarten mehr studieren, sondern du kannst ganz einfach Parameter angeben. Möchte ich zum Beispiel Himmelsröte haben? Möchte ich Nebel haben, wie in diesem Fall? Dann habe ich einfach bei mir zu Hause geguckt, okay, an dem und dem Tag wird Nebel vorausgesagt in Holland. Und entsprechend waren wir dann zu den Zeitpunkten vor Ort. Diese App ist wirklich ein absoluter Gamechanger, wenn es darum geht, Wetter vorherzusagen und am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. So, ich bin jetzt mal noch mal ein bisschen weitergegangen, weil mich der Shot da hinten irgendwie nicht so richtig vom Licht her gecatcht hat. Und wir fotografieren jetzt noch mal gegen die Sonne und sind jetzt hier ein Feld weiter und schauen mal, was ich hier gefunden habe. Genau eine Tulpe, die gelb ist, in einem sonst rosa-pinken Tulpenfeld. Und ja, wenn so eine Tulpe hervorsticht, ist es natürlich immer ganz besonders schön. Und deswegen habe ich jetzt hier mal die Komposition so gewählt. Auf 14 mm, so dass die vorderste Tulpe sehr, sehr nah dran ist. Schöner 3D-Effekt. Und jetzt habe ich natürlich erstmal wieder hier ganz vorne auf den Vordergrund fokussiert und lasse das Ganze nach hinten durchlaufen. Vorne ein Verlaufsfilter noch drauf, dass der Himmel so ein bisschen abgedunkelt ist, dass da auch genug Zeichnung drin ist. Weil ich jetzt hier keine Belichtungsreihe machen werde, sondern das wird mit einer Belichtung durchlaufen. Weil sonst funktioniert tatsächlich auch bei Nikon das nicht, dass der Fokus automatisch weiter nach hinten gesetzt wird. Warum auch immer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, warum das nicht funktioniert. Ist wahrscheinlich nur eine Software-Sache, aber es geht nicht. Ich habe jetzt gerade mal auf das Tele umgeschwenkt, weil Weitwinkel bei dem Licht, wie wir es jetzt gerade haben, nicht ganz so schön ist. Also ich habe zwar, denke ich mal, so ein, zwei gute Shots noch gezogen, aber ja, das Licht ist nicht ganz gut. Ich bin allerdings auch ein bisschen verwöhnt von heute Morgen, muss ich dazu sagen. Also heute Morgen war wirklich episch. Ja, das werden wir, glaube ich, nicht nochmal so schnell haben. Also es haben mehrere Leute jetzt schon bestätigt, dass heute Morgen tatsächlich der beste Morgen in der ganzen Tulpensaison bisher hier in Holland war. Von daher haben wir da auf jeden Fall Glück gehabt. Und deswegen werde ich jetzt hier noch so ein paar Detailshots machen. Also ich habe jetzt hier mein neues 100 bis 400 mm mal draufgepackt und werde jetzt mal so einzelne Tulpen versuchen zu isolieren und dann einen schönen unscharfen Hintergrund noch zu bekommen. Zeige ich euch mal kurz. Also so sieht das Ganze jetzt hier aus. Ich habe jetzt hier eine Tulpe im Vordergrund, die schön scharf ist, im Hintergrund sehr viele unscharfe Tulpen und das kann man ja damit relativ gut erreichen. Und jetzt hier nochmal schnell ein Bild. Ich arbeite jetzt hier tatsächlich auch mit dem Autofokus. Blende 8, trotz alledem. Bei so viel Brennweite braucht man tatsächlich auch ein bisschen geschlossene Blende, wenn man die komplette Tulpe scharf haben will. Selbst das funktioniert bei Blende 8 jetzt schon nicht mehr. Von daher haben wir jetzt hier nur so die vorderen Details scharf. Die hinteren sind dann schon ein bisschen unscharf. Aber wenn ich jetzt hier mal so richtig reinzoome, ja doch, das ist alles knackscharf. Gefällt mir gut. Ja, und so kann man auch mal immer ein bisschen hin und her switchen zwischen Weitwinkel und auch mal Telebereich. Mache ich in letzter Zeit häufiger. Ich weiß, dass es auch irgendwie so ein kleiner Trend geworden ist, bei den Landschaftsfotografen jetzt mehr so auf Teleshots zu gehen. Ich bin da noch nicht so ganz angekommen. Ich probiere es immer mal wieder. Aber mein Hauptaugenmerk ist tatsächlich immer noch Weitwinkel. Aber so zwischendurch, gerade wenn mal das Licht nicht ganz so passt oder so, oder die Location vielleicht auch nicht ganz so viel hergibt für einen Weitwinkelshot, dann packe ich einfach mal das Teleobjektiv drauf und schaue einfach mal durch diese Linse und ob man da ein paar schöne Details findet. So Leute, das war's schon wieder mit diesem Video. Ihr könnt gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welches Bild euch am besten gefallen hat. Ich denke mal, es sind ein paar ganz coole mit dabei, vor allem von dem Morgen. Da hatten wir schönen Nebel. Aber grundsätzlich denke ich mal, auch heute Abend ist hier noch ein bisschen was bei rumgekommen. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Kommentiert wie gesagt unten gerne rein. Und abonniert natürlich auch den Kanal, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Denn es geht direkt weiter. Morgen sind wir nämlich schon in Belgien beim Hallerboswald. Und da denke ich mal, wird es auch ein Video geben. Also seid gespannt, bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.